Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr auf der Bundesstraße 7 zwischen den Ortsteilen Oettmannshausen und Bischhausen im Werra-Meißner Kreis. Ein 70-jähriger Pkw-Fahrer aus Wolfhagen überholte einen vor ihm fahrenden Lkw und prallte mit einem 17-jährigen Motorradfahrer aus Meinhard frontal zusammen. Das Bild, was sich bot, war eben ein verunglückter Motorradfahrer, der mit einem Pkw zusammengestoßen war. Und das Motorrad wurde dann von einem Lkw noch ca. 150, 200 Meter weiter mitgeschleift. Der Unfallverursacher prallte mit seinem Pkw in die Leitplanke und wurde dabei nur leicht verletzt. Der junge Mann wurde durch die Wucht des Aufpralls in ein angrenzendes Feld geschleudert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Vermutung, dass der Pkw-Fahrer im Überholverbot überholt hatte, konnte die Polizei auf Anfrage nicht bestätigen. Nach Angabe der Polizei setzte der 70-jährige Mann rund 200 Meter vor dem Zeichen zum Überholen an. Die Bundesstraße 7 musste wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten für rund 4 Stunden voll gesperrt werden. Zur endgültigen Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel ein Gutachter angefordert. Der Sachschaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt. An exakt der gleichen Stelle kam es am 17.09.2012 ebenfalls zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mensch ums Leben kam. Der Pkw-Fahrer krachte hier frontal in einen mit Teer beladenen Lkw.